Programm wie auf Schienen, könnte man meinen, bei den Indizes zumindest mal. Wir haben oft darüber gesprochen, hier jetzt mal der DAX. Der ist erstmal zur Orientierung, dann gucken wir uns das mal bei den Amerikanern auch nochmal an. Es ging eine scharfe Abwärtsbewegung nach unten, die hat schon mal gesagt, Hauptkampfrichtung sollte ja abwärts sein. Es ging sehr wackelig, wir erinnern uns an die Kursüberschneidung nach oben. Und je nachdem, wie aggressiv man rein möchte, hatte man hier den einen oder anderen Aufsetzpunkt, zum Beispiel das letzte Zwischentief beispielsweise. Das ging natürlich auch auf kleinerer Ebene, dass man dann beispielsweise sagt, wieso, das hatten wir doch hier auch, Schub in die eine, wackelig in die andere. Es ist immer das Gleiche. Genauso ist es auch dann tatsächlich jetzt in diesem Fall gekommen. Der Markt ist nach unten gelaufen und hat zumindest mal die 1:1 Projektion hier erreicht. Das heißt, diese Länge nach unten nochmal projiziert, 100%, das ist das sogenannte Mindestziel. Was ist ein Mindestziel? Aber ein typisches Ziel. Er darf auch ein bisschen weniger, aber die Wahrscheinlichkeiten, dass diese Marken erreicht werden, sind relativ groß. Das ist also das Klassische. Wir sind typische Gewinnmitnehmer, also insofern versuchen wir auch auf diesen Höhen dann unsere Targets zu setzen, in fast allen Fällen. Es kommt ein bisschen auf ein paar Details noch drauf an. Alternative ist natürlich, dass man sagt, hey, wir waren doch eh auf dem Gefühl, dass der Markt noch mal ein bisschen tiefer kommen kann. Kann man da nicht drin bleiben? Klar, kann man natürlich machen. Wir gucken uns das mal beim Dow Jones an. In diesem Fall auch nochmal Index, bevor wir auf die Futures und den kurzfristigen Markt gleich mal kommen. Dann sehen wir hier den Anstieg nochmal, sehen jetzt hier das, was ich als letztes hier nochmal so hingeklebt hatte und sehen, dass der Markt im Prinzip genau das Gleiche hier auch gemacht hat. Wie soll es auch anders sein? Schub runter, ABC beispielsweise hoch. Und wer nicht jetzt einen aggressiven Einstieg schon irgendwo gesucht hat, der aus unserer Sicht immer so der klassische ist, dieses ABC und dann eben als Tief, um da reinzukommen. Aber natürlich kann man auch versuchen, irgendwo auf diesen Bereichen da reinzukommen. Das geht natürlich ebenfalls. Das will ich aber jetzt nicht breittreten. Das ist jetzt hier der Future. Man sieht schon, dass es immer wieder Situationen gibt, wo man das dann auf allen möglichen Zeitebenen wiederfinden kann. Und wenn nicht, naja, dann wartet man halt oder man wechselt. Dann mache ich es halt nicht beim Dow, dann gucke ich halt, ob ich das Gleiche in irgendeiner Form beim S&P beispielsweise finde, wo ich dann von mir aus so ein Verhalten dann gegebenenfalls besser erkennen kann als auf dem anderen Markt, den ich vielleicht auf dem Plan habe. So, also wir sehen, das Grundsätzliche scheint so in die Richtung sich aufzulösen, nämlich, dass der Markt tatsächlich die ja durchaus angedachte Pause jetzt auch tatsächlich nutzt, nämlich in diese Kiste hier reinläuft. Wie sicher ist es, dass er die erreicht? Längst nicht ganz sicher. Bitte nicht davon ausgehen, Mensch, das wäre aber doch super und da haben sie doch alle von drüber gesprochen, dass der Kurs da auch hingeht. Dann wird er das jetzt auch tun? Nein, das ist so die Lieblingskiste. Er darf vorher anhalten. Es ist also nicht gesagt, dass er unbedingt da rein können muss. Das ist nur eine Orientierungshilfe, wo er typischerweise sehr gerne geht. Die Frage ist nämlich, soll ich jetzt dann noch rein? Noch ist ja ein bisschen Platz. Ich persönlich finde das zum aktuellen Zeitpunkt nicht so clever, mehr Shorts zu öffnen, es sei denn auf einer sehr kleinen Ebene. Und da gehe ich wieder beispielhaft mal auf den 5-Minuten-Chart. Wenn wir jetzt hier in so einem Chart etwas sehen, dann macht er mal vielleicht, das ist jetzt nur ein Exemplar, das muss nicht exakt so sein, aber hey, da sind wir doch hier irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, da braucht er wieder eine Pause, dann macht er hier eine Pause. Dann wissen wir, dieses Teilstück ist viel langweiliger als dieses Teilstück. Wir wollen ja immer mit der Spannung gehen, also da, wo der Schub hingeht, das ist das Richtige, immer in Schubrichtung gehen. Und wenn es korrektiv in Trendrichtung aussieht, ist erstmal Pause angesagt, Stichwort Ending. Das Prinzip ist immer das Gleiche, es ist eigentlich schon fast langweilig. Häufig sieht man es nicht. Wenn man es nicht sieht, nichts tun. Sieht man es, ja, dann sieht man es ja. Was für eine Logik. Auf jeden Fall, solange die Aufwärtsbewegung hier so korrektiv sich wieder mal anmutet, dann kann man natürlich die Short-Richtung nochmal fahren. Aber bitte nicht davon ausgehen, der muss jetzt in einem Zug da reingehen. Denn, vorsichtig, das wäre dann ja auch wieder ein bisschen ungleichgewichtet, wenn ich das mal so ein bisschen rausziehe. So sieht eine Bewegung typischerweise nicht aus. Entweder irgendwie so halbwegs symmetrisch, dann sind wir aber unter Umständen gar nicht mehr bis da, kommen wir nicht mehr darunter. Oder vielleicht kriegen wir sogar einen Fünfweller irgendwie noch oder irgendwas, was wackelt. So, das waren jetzt ganz viele oder in einem Satz. Alles würde aber dafür sprechen, dass wir zwischendurch nochmal Aufwärtsbewegung bekommen. Und dann ist Short natürlich unsexy. Das heißt, wenn ich schon shorten will, überhaupt gar kein Problem, aber Zwischenbewegungen abwarten. Sind die Zwischenbewegungen so, wie ich es gezeichnet habe? Cool.
dran denken, Trigger, zum Beispiel letzte Zwischenbewegung. Ist mal hier die nächste Bewegung so? Nicht in Rage geraten, aber eben auch nicht shorten, denn das ist eben nicht das im Moment das beliebteste Bild, sondern dann können wir davon ausgehen, es geht irgendwie noch weiter. Hier war es jetzt so ähnlich, allerdings ging es dann nachher dann doch noch runter. Ja gut, aber wollte man diese Phase auf beiden Pobacken absitzen und abwarten, ist auch nicht so super toll. Also insofern dann lieber warten, bis der Kurs was macht? Eine Seite wieder scharf und die andere Seite wieder wackelig. Das geht nicht nur auf dem 5-Minuten-Chart, das würde natürlich auch im Stunden-Chart oder irgendwas dazwischen, beispielsweise 15 Minuten gehen. Für mich wichtig, die Grundrichtung bleibt erstmal short. Der Markt muss wirklich viel stärker zeigen und dagegen Schwäche auf der Abwärtsseite. Dann fange ich an, dann, okay, vielleicht war es das, vielleicht ist das eine verkürzte Korrektur nur. Aber im Moment, denke ich mal, sollten wir die tieferen Niveaus nochmal im Auge behalten. Ich hoffe, dass das ein bisschen Hilfe war bei den Überlegungen. Drücke natürlich allen die Daumen und sage ganz liebe Grüße und toi 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 an den Märkten.